Hallo ihr Lieben, hier ist Larissa und in diesem Video stelle ich euch ein Designteam-Projekt für die Sammelbestellergruppe Bastelspaß mit Biene vor. In diesem Zusammenhang möchte ich euch die Infobox ans Herz legen, damit ihr die wichtigsten Informationen und die Links zu allen anderen Designerinnen der Gruppe findet und auch zum Shop von Bastelspaß mit Biene auf Facebook. Schaltet euch gerne durch die Kanäle der anderen Designteam-Mitglieder. Sie haben viele schöne und nützliche Videos für euch. Und nun zu meinem Projekt hier. Wie ihr schon gesehen habt, geht es um eine Fotobox mit Akkordeonkonstruktion. Ich möchte gleich sagen, dass die Größe der Box für Fotos im Format 7,5 auf 10 cm ist. Falls ihr größere Fotos druckt, solltet ihr die Größe der Konstruktion daran anpassen. Für diejenigen, die gleich mitmachen möchten, gibt es eine Zeichnung direkt ins Video gehängt. Stellt das Video an der Stelle gerne auf Pause, um die Angaben zu übertragen und entlang der Schnittlinie auszuschneiden. Die Schnittlinie ist an der roten durchgezogenen Linie zu erkennen. Die gestrichelten Linien sind Falzlinien. Davon gibt es gleich zu Beginn ziemlich viele. Im Übrigen, das hier ist nicht eine klassische Akkordeonkonstruktion, da hier zwischen den Rillen, die nach außen schauen werden, weitere Abstände eingearbeitet sind. Der mittlere Steg ist der breiteste, also 3/8 Zoll. Die links und rechts von ihm sind je 1/4 Zoll. Für die Stege, die nach innen gefaltet werden, habe ich jeweils 5/8 Zoll vorgesehen. Die breiten äußersten Stücke werden später zu Klebelaschen, können daher von der Breite variiert werden. Die Höhe des Elementes ist 10,5 cm und dafür werden gleich zwei benötigt. Wundert euch nicht, wie ich beim Falten vorgehe, da ich erst die schmalen Falzstege, angefangen vom mittleren, alle in die gleiche Richtung falze und danach das Element umdrehe, um die übrig gebliebenen Falze in die umgekehrte Richtung zu falten. Im Inneren der Box werden solche, nenne ich sie mal, Zwischenwände eingesetzt. Ich möchte dafür ganz gerne eine Mulde am oberen Rand haben, dafür zeichne ich eine gebogene Form. Das kann man auch mit einem Kreisstanzer machen zum Beispiel oder den Rand einfach gerade belassen, wie ihr mögt. Von den Zwischenwänden werden gleich 4 Stück benötigt und 2 weitere Vierecke von der gleichen Größe für die Außenseiten, die dann aber ohne einen Ausschnitt. Wenn alles fertig ist, setze ich die Grundkonstruktion zusammen. Damit das Video nicht zu lang wird, zeige ich euch nur, wie ich eine innere Zwischenwand einklebe und eine der Außenseiten. Die anderen Elemente funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Und auch die Gegenseite mit den Rippen natürlich äquivalent der ersten wie gehabt. Nun fertige ich ein Cover. Da das Stück Karton, welches ich habe, etwas zu klein ist, muss ich es anstückeln. Idealerweise wäre das in meinem Falle 44 cm lang. Ihr prüft einfach eure eigenen Grundkonstruktion, ob ihr die gleichen Abmaße habt wie ich, dann könnt ihr meine Angaben für Falzlinien aus dem Video gerne übernehmen.
Ui, da ich wohl etwas zu rabiat beim Falzen war, sehen meine Falzlinien so aus, als ob sie eine weitere Behandlung benötigen würden. Daher versehe ich sie mit Washi-Tape. Washi-Tape hält manchmal etwas schlecht, deswegen gibt es auch noch etwas Kleber dazwischen. Ihr habt gesehen, wie ich das zu kurz geratene Element angestückelt habe und nun verziere ich die äußeren Kanten des Covers auch mit Washi-Tape. Dadurch werden die Kanten etwas stabiler. Als Verschluss werden mir diesmal Magnete gute Dienste leisten, zwei auf den Deckel und zwei auf der gegenüberliegenden Seite müssten reichen. Dann kann das Cover mit der Grundkonstruktion verbunden werden und währenddessen über die Gestaltung der äußeren Hülle Gedanken gemacht werden. Ich zeige euch nun die Kollektion von Craft O'Clock, die ich für dieses Projekt nutzen werde, Vintage Treasure. Schaut euch gerne bei Biene im Shop um. Craft O'Clock hat derzeit so schöne Kollektionen rausgebracht, eine schöner als die andere. Und diese hier passt hervorragend zu meinem Projekt. Es gibt wieder einen Bogen mit Motiven zum Ausschneiden, die helfen einem ungemein beim Gestalten der Werke nachher, daher finde ich das auch so super. Und die Qualität des Papiers, das möchte ich besonders betonen. Das Papier hat einen sehr schönen Druck, tolle Motive und auch die Farben. Die Festigkeit des Papiers ist 250 Gramm pro Quadratmeter und die Kollektion beinhaltet 6 doppelseitige Bögen. Manche Hersteller lassen in der Informationszeile so eine Farblegende. Das kann man verwenden, um passende Elemente als Ergänzung für eure jeweilige Kreation auszusuchen. Damit könnt ihr ganz sicher sein, dass es passen wird. Ich schneide nun aus diesem schönen Bogen Elemente aus, um das Cover damit zu gestalten. Alle Elemente schneide ich ein paar Millimeter kleiner aus als die Basis, damit es ein hübscher Rand drumherum bleibt. Und anschließend töne ich die Ränder in Braun ab, so wie das zu Vintage-Style sehr gut passt.
Solange ich mir Gedanken über das weitere Vorgehen für diese Elemente mache, bereite ich Fototräger für die Fotobox zu. Das mache ich exemplarisch, das heißt, ich werde zwei Fototräger als Einzelelemente machen, zwei doppelte und eins als ein Umschlag. Dafür habe ich im Übrigen die Mittelfalz der Grundkonstruktion breiter gestaltet, falls ihr euch erinnert. Jedem Fototräger spendiere ich ein Stück Spitzenband. Daran kann man sie dann aus der Box rausziehen. Für den Umschlag hänge ich ein Schema ins Video an, für diejenigen, die den Umschlag nach demselben Prinzip machen möchten wie ich. Es gibt natürlich diverse andere Möglichkeiten, einen Umschlag zu machen. Oder ihr könnt beispielsweise einen gekauften verwenden oder stattdessen irgendwas anderes in eurer Box unterbringen. Bei diesem Umschlag ist es so, dass er etwas mehr Breite hat, da ich alle Falze als Doppelfalze herstelle. Damit ist darin etwas mehr Platz. Thank you.
Für die Elemente aus Designpapier, die ich vorbereitet hatte, habe ich mir nun Folgendes ausgedacht. Und zwar, zuerst bekommen die Oberflächen einen Schimmer durch diese zweifarbige Acrylfarbe mit zusätzlichen Glitterpartikeln. Für den Auftrag habe ich diese interessante Methode gewählt. Das mache ich gerne, wenn ich solch abstraktes, fleckenartiges Design erreichen möchte. Darauf kommt noch eine weitere Schicht, und zwar mit dieser fantastischen Glitterpaste. Sie hat so einen schönen Unterton, ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge zu dieser Kollektion. Außerdem funkelt diese Paste wirklich außergewöhnlich. Diese trage ich dann bereicheweise mit einem Spachtel auf und verstreiche die Paste linienförmig immer in die gleiche Richtungen, so dass es eine ganz dünne Schicht ergibt. Für die Texturierung hätte ich gerne ein paar weitere Akzente. Die kann ich beispielsweise mit einem Embossingpulver erreichen. Brauche ich noch etwas Abstempelungen vielleicht? Na, kann ja nicht schaden, denke ich mal. Jetzt bewege ich mich langsam aber sicher zum Thema Dekoration. Ich habe hier so einen Stanzer bei mir rumstehen. Die Schmetterlinge, die er machen kann, haben so eine angenehme Größe, dass ich nicht lange darüber nachdenken brauche. Ich habe hier noch ein paar Reststücke aus Designpapier, die nutze ich einfach dafür. Ach ja, währenddessen erinnerte ich mich an noch so einen anderen Stanzer, den werde ich auch noch gleich testen. Schaut, die kleinen niedlichen Schmetterlingbabys. Die sind doch auch nicht schlecht, oder? Etwas Schimmer und Glitzer sollten sie ebenfalls bekommen.
Ein weiteres Deko-Element werde ich aus einem Stück Plastik herstellen. Ihr habt das ja gleich zu Beginn des Videos gesehen, was später draus geworden ist. Also zuerst stelle ich auf dem Plastik etwas strukturierte Oberfläche mit Hilfe der Glitterpaste her. Die trage ich ungleichmäßig auf, lasse hier und da mal Stellen frei. Um weitere interessante Farbnuancen darzustellen, setze ich diese Alkoholtinte mit Metallic-Effekt ein. Dafür gibt es auf dem Markt so ein extra Werkzeug, um Alkoholfarben auf der Oberfläche zu verteilen. Da ich das nicht besitze, puste ich durch einen Strohhalm auf die Tropfen, um die Farben zu verteilen. Ich bin zwar nicht sicher, ob die beiden Farben miteinander harmonieren werden, aber ich bin mal mutig. Und ich werde dafür belohnt. Mir gefällt es außerordentlich gut, wie das zusammen um die Wette glänzt. Mutig zu sein hat mir scheinbar so gut gefallen, dass ich sogar noch weitere Farben ergänzend einsetze. Ich spiele so lange damit, bis mir das Ergebnis gut gefällt. Nun zerteile ich die Folie in Segmente verschiedener Größen und Formen. Damit ich diese Segmente in meiner Komposition befestigen kann, habe ich eine Packung Mini-Schokoküsse gemampft. Was tut man nicht alles für die Kunst, was? Eine solche Halbkugel daraus habe ich dafür jetzt zunutze gemacht. Ich werde 3 Schlitze darin durchschneiden, schiebe die Segmente durch und klebe sie im Inneren an. So ein Konstrukt werde ich dann irgendwo, wo es am besten passt, auf dem Deckel platzieren. Aber bevor ich das machen kann, muss ich die Box mit den vorbereiteten Papierelementen verzieren.
Den Kleber kaschiere ich dann mit der Farbe, die ich auch für die anderen Elemente schon eingesetzt hatte, weil sexy sieht das nun nicht wirklich aus. Wenn alles soweit vorbereitet ist, kann ich die Schmetterlinge darauf verteilen. Ich kombiniere große und die Babys, so wie es passt. An einigen Stellen gerne etwas mehr und an den anderen wieder etwas weniger. Ich klebe sie dabei nur am Schmetterlingskörper an und biege die Flügel jeweils in die Lüfte. So entsteht schöne Dynamik. Das gefällt mir viel besser als ein flaches Bild. Einige weitere Elemente finden auch noch Platz in der Komposition. Einige i-Tüpfelchen könnte meine Akkordeonbox noch vertragen, denke ich, und verteile hier und da Pailletten, Mikroperlen, Farbspritzer. Thank you.
Lieben, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Im Kommentarfeld gibt es für euch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, falls es welche gibt, oder allgemein Rückmeldungen dazulassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und kreativ und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ciao, eure Larissa.